Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Ich weiß gerade gar nicht, ob das hier der richtige Safe ist. Ich guck nochmal lieber. Nicht, dass das hier... dass hier irgendwas nicht so richtig passt. Doch, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, dürfte der richtige Safe sein. Ja, in der letzten Folge... da haben wir... warte mal kurz. Mal hier schauen. Upsa. Ich habe nämlich vor kurzem mal Tomb Raider 1 zum Laufen gebracht. Und da ist die Steuerung ein bisschen anders. Und da kann man sie auch nicht vernünftig ändern. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber das kriege ich schon hin. Wir waren am Ende der letzten Folge so weit, dass wir nicht mehr weiter wussten. Und das dürfte sich jetzt aber geklärt haben. Denn ich habe mal kurz nachgeschaut, wie es weitergeht. Damit ich jetzt nicht in der nächsten Aufnahme direkt wieder hier hart rumrätseln muss erst. Denn wir wollen ja auch... oh nein, nee, da will ich nicht hin. Denn wir wollen ja auch weiterkommen. Nur mein Problem ist gerade so ein bisschen, dass ich nicht mehr weiß, wo eigentlich der Weg zur Mühle war. Wahrscheinlich auf der anderen Seite, wa? Da geht's wohl nicht rüber. Doch. Ja, ich glaube hier. Huch. Lara tanzt wieder. Genau, hier war das. Sehr gut. Denn ihr erinnert euch ja noch an die gute Meerhexe, die uns da... nee, warte mal, ist das doch falsch? Wie muss ich hier lang? Ah ja, okay. Ihr erinnert euch ja noch an die gute Meerhexe, die uns da begegnet ist, die uns in den Bauch gezwickt hat. Und gegen die müssen wir jetzt... die müssen wir jetzt austricksen. Gerade was ausprobieren. Genau. Kopfsprung geht also noch. Sehr schön. Fragt mich bitte nicht, wieso er nicht gehen sollte. Aber ich wollte gucken, ob ich die Kombination noch weiß. Alles klar. Kombination. Das klingt irgendwie wie so eine... keine Ahnung. Wie so ein Geheimnis oder so. Okay, wir werden jetzt an dieser Stelle hier einmal speichern und werden dann zusehen, dass wir versuchen, diese Hexe weggelockt kriegen. Die taucht ja hier rum, aber die folgt uns, glaube ich, erst, wenn wir die Münze nehmen. Genau, jetzt... nee, Moment. Das war... irgendwie gerade nicht richtig. Die Szene kennen wir ja schon. Kann ich die überspringen? Nein. Ha. Oh, ich muss auftauchen. Die Frage ist, wie kriegen wir die jetzt weggelockt? Also hier komme ich auch gar nicht rein an der Stelle. Ich muss wahrscheinlich von der anderen Seite rantauchen. Okay, jetzt ist sie gerade hier. Folgt sie uns jetzt? Nee. Die schwimmt da nur hin und her. Wenn sie sich jetzt gerade umdreht, können wir die Münze dann nehmen? Ja. Jetzt hat sie uns. Ah! Jetzt folgt sie uns. Ich habe nur leider nicht besonders viel Luft. Shit. Ich glaube, ich hätte erst nochmal Luft holen müssen. Oder es klappt. Mal sehen. Space-Mucke.
Ih, die hat ja voll die Hängetitten. Das sieht echt eklig aus, das Vieh. So, und jetzt ist er eingesperrt. Mit der Münze. Aha, die kleinen Viecher ziehen das Ding hoch. Tja, und jetzt? Ich hoffe nur, wir sterben jetzt nicht auch. Es wäre jetzt blöd, wenn unsere Luft in der Zeit ausgegangen ist. Ich würde sagen, wir tauchen mal ganz schnell auf. Nein. Huch da, Lara. Sehr gut. Geschafft. Okay, jetzt haben die kleinen Kobolde oder was auch immer das für Dämonenviecher sind, uns doch noch geholfen. Mal zur Abwechslung. Gehen uns nicht auf die Nerven, sondern helfen uns. Und wir können jetzt hier reintauchen. In die Mühle. Ich finde, man kommt da nicht unbedingt sofort drauf, dass man das machen muss. Mit dem Weglocken. Also ich wäre da, glaube ich, jetzt so schnell nicht mehr drauf gekommen. Aha. Okay, wir sind innerhalb der Mühle. Schauen uns direkt mal hier um. Hier müssen wir ja irgendwas machen können. Ob wir nun die Mühle drehen können oder... Wir können auf jeden Fall dieses Rad hier drehen. Aber ich habe keine Ahnung, was es tut. Vermutlich irgendwie gar nichts. Was ist hier noch? Also hier ist so ein... Was zum Rüberspringen. Das ist auch neu. Soweit ich weiß. Das ging in Tomb Raider 4 noch nicht. Sind wir hier richtig? Oder hätten wir erst ins Wasser gemusst? Die Tür hier ist zu. Ah, warte mal. Was ist hier? Hier können wir hoch. Ich kann mich ehrlich gesagt auch echt nicht mehr erinnern an die Stelle hier. Wirklich, also da verblasst meine Erinnerung sehr, weil wahrscheinlich, weil ich einfach nicht so weit gespielt, also ich habe schon so weit gespielt, aber halt nicht so oft. Also ich habe das Spiel sehr oft angefangen und dann aber nie so weit gespielt wie jetzt. Oder zumindest nur ein oder zwei Mal. Kam ich hier rüber? Und wenn ja, was bringt es uns? Ich bezweifle ja, dass das geht. Naja, können wir bei der Gelegenheit mal eben gucken, was hier unten ist. Ich denke mal, das hier ist der Rückweg. Ja, da, ach ja, da kommen wir ja her, oder nicht? Oder wie war das? Oh Gott, diese Kamera gerade. Ja, ich glaube, da kamen wir her. Okay. Nee, dann ist das schon mal falsch. Nee, da kamen wir her. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir da hin müssen. Ich lade mal. Liegt hier denn irgendwas? Nein. Hier ist so eine komische Rampe. Macht die was? Vielleicht öffnet sich auch diese komische Tür da, wenn wir da an dem Ding drehen. Wir müssen da schnell rüber. Das kann natürlich sein. Diese Möglichkeit wäre natürlich nicht zu ver... wäre natürlich nicht zu verachten. Ich schau mal. Ich dreh mal und dann... Wie oft muss man denn drehen?
Ist die Tür jetzt auf? Ja. Aber die geht so schnell wieder zu. Krass. Was ist ja jetzt? Lara. Keine Faxen jetzt. Wir haben das Level doch gleich geschafft. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, das muss auf jeden Fall reichen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir tatsächlich Zeit haben. Die ist schon wieder zu. Okay. Wie stellt ihr euch das vor? Ist die denn überhaupt richtig aufgegangen? Wäre jetzt die nächste Frage. Nochmal drehen und nochmal schauen. Geht. Okay, man muss auch nicht so oft drehen. Aber ich frag mich, wie man das schaffen soll. Jetzt mal ernsthaft. Wie oft muss ich denn eigentlich... Reicht denn einmal ziehen? Ja, es kann sogar sein, dass einmal ziehen reicht. Ja, einmal reicht. Okay, dann speichere ich mal hier an der Stelle. Und wenn wir es nicht schaffen, dann gehen wir einfach hier nochmal hin zurück. So wie jetzt. Dann müssen wir da nicht nochmal hinklettern. Also der Sprung nach rechts ist schon mal ganz gut. Es wäre jetzt nur noch irgendwie praktisch, wenn wir auch an die Stange drankommen. Es ist übrigens ein Sprung nach links und nicht nach rechts. Sehr gut. Nicht länger als nötig drehen. Nicht stehen bleiben. Shit! Die ist schon wieder zu. Oder müssen wir... Ach, warte mal, wir können auch direkt... Ich glaube, ich bin einen Umweg gegangen. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, was ich falsch mache. Ich bin einen unnötigen Umweg gegangen. Ich hätte auch einfach direkt... Ah, Kamera, dreh dich doch. Hier rüberspringen können. Och, nee. Mist. Ja, ich muss zugeben, das ist ein bisschen kniffliger. Das macht aber nichts. Kriegen wir hin. Was? Waren wir etwa schon wieder zu langsam? Ich zieh mal lieber zweimal. Irgendwie ist das komisch. Oder vielleicht muss man doch dreimal drehen. Spring. Auch Lara. Oh. Wie kriege ich? Oh shit. Durch da. Oh Gott, ich hab's geschafft. Hey, jetzt sehe ich aber nichts mehr. Okay.
geschafft, auch wenn die Viecher jetzt an uns... Was hat uns das denn jetzt eigentlich gebracht gerade? Jetzt mal ernsthaft. Jetzt sind wir wieder hier. Und es hat uns überhaupt gar nichts gebracht. Och nö. Ich hatte gehofft, das war's jetzt. Das wäre es jetzt gewesen. Wir tauchen jetzt mal hier durch. Aber irgendwie... Ich roll das nicht. Hier ist zu. Wir müssen doch hier noch irgendwas machen. Das kann ja nicht alles gewesen sein. Na toll. Ich lade nochmal. Liegt hier irgendwas? Nö. Gar nichts. Wozu dann das Ganze? Oh, warte. Warte. Oh, warte. Das hätte ich fast übersehen. Och, nö. Aha. Ein Hebel. Und was dieser Hebel tut, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich so lange oder so weit fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.